Woran denkst du? Das wäre ein wunderschöner Fleck für einen Friedhof. Stirb nicht, Rosanna. Wenn ein Mann eine Frau liebt, wird er alles tun, um sie glücklich zu machen. Rosanna, was macht Marcello denn da? Das geht sie überhaupt nichts an, Marcello! Der Herr hat unser Licht eingeschaltet, er sollte es auch ausschalten, entschuldigen Sie. Meine Schwester ist sehr krank. Ihr letzter Wille ist es, hier auf dem Friedhof beerdigt zu werden. Es gibt nur noch wenig Gräber. Marcello will nicht, dass jemand vor ihr stirbt. Marcello, mehr Wein! Nein, kein Wein mehr. Was heißt das, kein Wein mehr? Du hast eine lange Fahrt nach Hause. Du rauchst zu viel. Du kannst nicht alle in der Stadt am Leben erhalten. Ich kann's versuchen. Doch alles kommt anders, als er denkt. Sie hatte gewisse Vorzüge. Ich wusste ja gar nicht, dass dir die Vorzüge meiner Schwester aufgefallen sind. Denn auch Rosanna hat ihre Pläne und sie überlässt nichts dem Zufall. Sie wäre eine wunderbare Frau für dich. Und ich sagte, es ist für die Kirche kein Problem, wenn du ihre Schwester heiratest. Du solltest, glaube ich, auch in Zukunft verheiratet sein. Ich bin verheiratet. Lassen Sie sich entführen von Jean Renault, Mercedes Rühl und Polly Walker in eine romantische Komödie über eine außergewöhnliche Liebe zwischen Himmel und Erde. Solange man am Leben ist, hat man noch Träume. Rosannas letzter Wille.